Zwischen 2012 und 2017 regierte in Schleswig-Holstein die sogenannte Dänenampel. Doch wieso hieß die Koalition Dänenampel? Was das mit Deutschlands nördlichster Region und der deutsch-dänischen Grenze zu tun hat, darum geht's jetzt. Die heutige 67 Kilometer lange deutsch-dänische Landgrenze basiert auf dem Ergebnis der Volksabstimmung in Schleswig 1920, nachdem es im Versailler Vertrag, dem Friedensvertrag nach dem Ersten Weltkrieg, festgeschrieben wurde. Diese endete die lange und wechselhaftige Geschichte Schleswigs, in der die Herzogtümer Schleswig und Holstein gleichzeitig ein Teil des Heiligen Römischen Reiches waren, als auch zuerst jahrhundertelang dänisches Lehen, also dem dänischen König, unterstehend war und noch bis 1864 in Personalunion unter dänischer Krone geführt wurde. Dies endete erst im Deutsch-Dänischen Krieg 1864, bei dem Schleswig an Preußen fiel und bis zur Volksabstimmung von Berlin aus regiert wurde. Für diese Volksabstimmung wurde der nördliche und zentrale Teil Schleswigs in zwei Zonen unterteilt, die genau entlang einer vom dänischen Historiker Hans-Viktor Clausen gesetzten Trennlinie ging, die laut ihm entlang einer kulturellen und geografisch genehmen Trennlinie zwischen deutscher und dänischer Bevölkerung lag. Beide Zonen stimmten nacheinander im Block ab und entschieden sich mit jeweils 75% zu 25% für Dänemark bzw. Deutschland. Die nördliche Zone wurde dänisch, die südliche deutsch. So entstand die deutsch-dänische Grenze, die auch als Clausenlinie bekannt ist. Die Seegrenze hingegen wurde hierdurch nicht bestimmt und ist auch entsprechend bis heute nicht eindeutig definiert. Folge der Volksabstimmung 1920 ist allerdings auch, dass es heutzutage eine etwa 15.000 Menschen große deutsche Minderheit in Dänemark gibt, wie auch eine 50.000 Menschen große dänische Minderheit in Deutschland. Beide führen jeweils mehrere deutsche und dänische Schulen und bieten kulturelle Angebote für die entsprechende Minderheit an. Auch werden beide durch Parteien politisch vertreten. In Deutschland ist dies der Südschleswigsche Wählerverband, der bisher über 67 der 71 Jahre im Landesparlament Schleswig-Holsteins vertreten war und als nationale Minderheit von der 5%-Hürde befreit ist. So kamen sie 2012 zur Gelegenheit, gemeinsam mit SPD und Grünen eine Koalition zu bilden und Teil der schleswig-holsteinischen Regierung zu werden, der Dänenampel. Während zu Zeiten des Herzogtums Schleswig die Grenze zwischen Dänemark und Deutschland entlang der Flüsse Eider und Levensau lag, ist die heutige Grenze zwar immer noch größtenteils durch Wasser getrennt, jedoch nur noch durch kleine Bäche und eigens angelegte Bewässerungskanäle für die vielen an der Grenze liegenden Felder und Wiesen. So startet die deutsch-dänische Landgrenze etwa 1 Kilometer von Flensburg, der drittgrößten Stadt Schleswig-Holsteins, entfernt, nachdem sie sich zuvor unscheinbar durch die Flensburger Förde schlängelt und wird auf den ersten Kilometern gen Westen immer wieder stückweise durch die Krusau begleitet, bevor für etwa 6 Kilometer kein Bach entlang der Grenze fließt. Danach hingegen entsteht aus einer kleinen Wasserrinne der Bach Scheidebeck, der wiederum zu Gammelor wächst, einem indirekten Zufluss zur Widor, dem einzigen deutsch-dänischen Grenzfluss, obwohl er die Grenze nie berührt, aber dazu später, wenn wir ihr begegnen. Während die Gammelor in die Sönderau fließt, führt ein dabei entstehender Bach die Süderau weiter entlang der deutsch-dänischen Grenze, bis sie bei Aventoft, das gerade einmal 12 Kilometer von der Nordsee entfernt liegt, in die dänischen Lande fließt und die Grenze für etwa 5 Kilometer ohne Grenzfluss auskommt. Hier treffen wir auf den Rutebilder See, dessen Zu- und Abfluss die Widor ist. Nur hier trifft sie, mehr oder weniger, auf die Grenze. Übrigens ist die Widor selbst mit 69 Kilometern länger als die gesamte deutsch-dänische Landgrenze. Hinter dem Rutebilder See führt die Grenze dann recht direkt zur Nordsee, wo sie gerade einmal 6 Kilometer von der Widerslusen, der Mündung der Widor, entfernt endet. Der nördlichste Punkt Deutschlands liegt allerdings auf dem Lister Ellenbogen auf Sylt, das, obwohl es über den Hindenburgdamm seit 1927 mit dem Festland verbunden ist, noch immer eine Insel ist. Deutschlands einzige Hochseeinsel Helgoland liegt übrigens südlicher als Kiel und spielt entsprechend für die deutsch-dänische Grenze keine Rolle, auch wenn sie zwischenzeitlich eine dänische Insel war. Obwohl sie eigentlich keine Hochseeinsel ist, ist Helgoland dennoch besonders, da, seitdem die Briten das zuvor dänische Helgoland von der Zoll- und Steuerpflicht im 19. Jahrhundert befreiten, die Insel bis heute eine kleine deutsche Einkaufssteueroase ist. Zurück in der Ostsee liegt Fehmarn Luftlinie nicht einmal 20 Kilometer vom dänischen Lolland entfernt und ist auch erst seit 1963 mit der passenderweise 963 Meter langen Fehmarnsundbrücke mit dem deutschen Festland verbunden. Vom Fehmarnschen Puttgarden fahren zudem regelmäßig Fähren zum dänischen Rødby. Seit 2007 gibt es zudem aber auch konkrete Pläne, beide Städte durch einen Tunnel der Fehmarn-Beltquerung zu verbinden. Das 7,4 Milliarden schwere Projekt wird dabei primär von Dänemark getragen und sollte ursprünglich
2021 fertiggestellt worden sein. Allerdings verschleppte sich der Bau vor allem auf deutscher Seite so sehr, dass Bauarbeiten bisher nicht begannen und nicht vor 2028 mit einer Eröffnung zu rechnen ist. Dabei sind es vor allem Schweden und Dänen, die sich von dieser Verbindung viel erhoffen. So wäre es vom schwedischen Malmö bis zur deutschen Grenze nur noch 2 Stunden Autofahrt und das dänische Parlament beschloss den Bau des Tunnels bereits im April 2015. Auf deutscher Seite finden sich hingegen vor allem unter Ökologen viele Stimmen gegen das Projekt, da sie schwere Umweltschäden befürchten. Aber auch auf Fehmarn ist der Zuspruch eher gering, da man um Fähr- und Tourismuseinkünfte wie auch dem Image eines umweltfreundlichen Ausflugsziels bangt. Anders als der Eurotunnel, der Frankreich und England miteinander verbindet, soll die feste Fehmarn-Belt-Querung nicht nur den Schienen-, sondern auch den Straßenverkehr miteinander verbinden. Wenn dieses Projekt fertiggestellt ist, würde dies dennoch einen neuen Grenzpunkt bedeuten und wäre gleichzeitig der neue östlichste Punkt der norddeutschen Grenze zwischen Dänemark und Deutschland.